in einem staubigen Saloon, wo das Bier nur so fließt. Ich saß im Bad und Terrence, die Helden, wie jeder hier liest. Mit Fäusten so groß wie Melonen, das Lachen so bald. Sie kamen, um Schurken zu jagen, das war ihre Zeit. Bad Spencer, der Bär, so stark und so groß. Mit Terrence in dem Blitz, der steht sagt immer los. Sie kämpfen für Gerechtigkeit, mit Charme und Humor. Die Schurken sind chancenlos, kommen nie wieder hervor. In den Bergen von Mexiko, die Sonne so heiß, kämpfen sie gegen Banditen und keiner war leis. Mit Bohnen und Speck als ihr tägliches Mahl, verprügelten sie Bösewichte, das war ihre Wahl. Bad Spencer, der Bär, so stark und so groß. Mit Terrence in dem Blitz, der stets lacht immer los. Sie kämpfen für Gerechtigkeit, mit Charme und Humor. Die Schurken sind chancenlos, kommen nie wieder hervor. In den Bergen von Mexiko, die Sonne so heiß, kämpfen sie gegen Banditen und keiner war leis. Mit Bohnen und Speck als ihr tägliches Mahl, verprügelten sie Bösewichte, das war ihre Wahl. Bad Spencer, der Bär, so stark und so groß. Mit Terrence in dem Blitz, der stets lacht immer los. Sie kämpfen für Gerechtigkeit, mit Charme und Humor. Die Schurken sind chancenlos, kommen nie wieder hervor. Terrence Hill, der schlagfertige Blonde, so schnell und so schlau. Bad Spencer, der kräftige Riese, so stark und so genau. Zusammen ein unschlagbares Team, so mutig und fein. Mit einem Lächeln auf den Lippen, das Herz immer rein. In der Stadt am Rio Grande, ein Riesenchaos entfacht. Als Bart und Terrence kamen, war es bald vorbeigemacht. Mit einem Handkantenschlag und einem Lächeln so breit haben sie den Zirkus gerettet, in kürzester Zeit. Bad Spencer, der Bär, so stark und so groß. Mit Terrence in dem Blitz, der stets lacht immer los. Sie kämpfen für Gerechtigkeit, mit Charme und Humor. Die Schurken sind chancenlos, kommen nie wieder hervor. Und so endet die Geschichte von Bud und Terrence, den zwei Helden des Alltags immer dabei. Mit einem letzten Lachen und einem Schlag voll Humor sagten sie auf Wiedersehen, wir sehen uns bestimmt bald. Wovor?